Oh Gott. Pixelmon hat echt einen Fluch, halt das Gefühl. Ja, ne? Ja. Also dieses Spiel will einfach nicht. Es will einfach nicht aufgenommen werden. Ah, jetzt hast du das Spiel verlassen. Ja, klar. Du warst im Spiel? Ich war im Spiel. Ja, ich habe das so ausprobiert. Achso, ich dachte, Java will nicht bei dir. Nein, Java will, nein, es ist halt, hey, du hast selbst gesagt, Charlie ist im Spiel. Ja, aber ich dachte, du wärst direkt wieder rausgeflogen. Nein, Quatsch. Okay. Na gut, dann gehe ich jetzt auch bei Discord raus, dann wünsche ich euch viel Spaß. Adios. Mach die alle fertig. Vielleicht bis nachher. Klar. Ich hab die Matten für dich. Ja, juhu, und Blumen. Freue ich mich drauf. Juhu, Blumen. Okay. Was auch immer ich damit soll. Juhu, bye bye. Tülü. Ciao, tülü. Tschüss. Ach, das bringt ja nichts, wenn ich da oben auf dem Kreuz drücke. Nein, dann bist du noch nicht raus. Du musst wirklich auflegen. Nein. Nein, du musst unten Quit Discord drücken. Es ist wie Steam quasi. Es ist nicht ganz weg gleich davon. Oder halt quasi wie Skype. Wir sind ein bisschen oder zu Skype. Tief. Wir müssen mal einen hoch. Nein, Skype ist einfach immer da. Auch unten in der Taskleiste. Ja, eben. Nicht. Ist mit Discord genauso. Nee, in der Taskleiste unten nicht. Also ah, ja, unten okay, beim da Dings, unten. Ne? Ja. Wie Steam. Ganz unauffällig. Ja. Okay, tschüss. Fürs Team. Tschüss. Tschüss. Fürs Team. So. Wie doof. Dieses Let's Play steht unter keinem guten Stern, muss ich ja sagen. Ja, es ist. Ey, hier ist Redstone. Ich hab grad Eisen. Auf welcher Höhe sind wir genau? 12, also eigentlich perfekt, Redstone, ne? Mit. Okay. 11 bis 16. Ja, also perfekt, würde ich mal sagen. Ich weil den Elver sehen wir unter uns. Ich habe noch genug Inventarplatz. Genau. Wer schreibt mir denn hier das heißt, ich buddel mich genau 4 nach oben. Hier so 12, 13, 14, 15 und oben die Decke ist 16. Deswegen buddel ich immer 4er Höhen. Damit ich ja alles mitkriege. Ich habe gehört, ihr wollt Redstone haben, ne? Ja. Dann nehme ich das mal mit, Dennis, ja? Ich möchte Redstone haben, ja. Ja, wir können du das zum Notfall wegen dem Inventarplatz nachher auch. Ich habe schon eine Kiste aufgestellt. Zu Blöcken zusammenfügen. Ah ja, klar, stimmt, ja. Stimmt. Das können wir mit dem anderen Zeug übrigens auch machen. Dann können wir es nachher brüderlich und schwesterlich aufteilen und dann. Mit dem anderen rein. Zeug? Ja, also Kohle und Eisen und was wir nicht alles finden. Ich glaube, ich mache mir gleich mal einen Eimer, damit ich mir mal. Lava und so wegholen kann, also zumindest obsidiieren kann. So nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist durchaus eine Idee. Du kannst natürlich auch schon mal Lava mitnehmen für die Schmelze, ne? Ja, aber Lava ist eigentlich nicht so selten, deswegen. Ja, Lava findest du mittlerweile überall. Man sogar überirdisch. Ja, ja, Lava sehen hat man ja hin und wieder mal. Das Lazuli. Inventar ist immer noch voll. Und werf doch ein bisschen Stein weg oder so. Ich hab gerade noch ein Setzling weggeworfen. Oh, noch mehr Redstone. Na, Und noch mehr Eisenerz. Hey. Okay. So, wow, ich hab 66 Kohleerz. Sehr, sehr viel Stein. Und da geht mein Spitzhacke gleich dahin und dann. Hey, Redstone! Ach, Lapis Lazuli kann man nur mit einem 16er Stack, ne, oder? Lapis Lazuli sollte 64er sein. Lapis Lazuli kannst du nochmal stacken. Nee, ich hab's gerade irgendwie verpeilt, das mitzunehmen, deswegen dachte ich kann das nur mit 16er Stack stacken. So. Oh, meine Spitzhacke ist kaputt, aber ich hab noch eine aus dem Stein. Ich hab nur noch diese eine. Wir können ja uns das später auch noch so aufteilen. Ich meine, es ergibt ja keinen Sinn, wenn eine Person. Vor mir. Ich höre gerade. Hey! Du. Ich höre Lava. Du gräbst auf meinen Gang zu. Ja, das kann gut sein. Dann komme ich da ja gleich raus. Mensch! Dann habe ich mich von Dennis bis zu dir durchgegraben. So. Genau, es ergibt ja keinen Sinn, wenn, sag mal, jeder von uns 16 Saphire hat und dann jeder einen Inventarplatz dafür verbraucht. Das wollte ich mit dem Zusammenfaxen. Oh, okay, ich komme nicht weiter. Soll ich genau, zu dir das hin, wollte ich damit sagen. So, die Leute, ich versuche mal kurz was. Vielleicht bricht gleich meine Aufnahme ab. Mal gucken. Juli, nein, tut sie nicht. Juli. Das finde ich ja sehr schön. Hey! Ne?
du bist ein zu hoch. Wieso? Elf war höher, hast du auch gesagt, tief. Ne? Also 10 ist... Warte mal. Feet Position, was ist denn die Feet Position? Ist es da oben rechts die Fußposition, die wir haben, oder die Kopfposition? Das ist die Fußposition. Also du stehst jetzt auf 11. Ja, aber wenn du sagst... Achso, okay, stimmt, okay, da bin ich zu hoch. Ja, ein zu hoch und oben ein zu... Ja, ich... Die ganzen schönen Diamanten. Es sind ja nicht einzelne Diamanten, deswegen rechne ich immer damit, dass man sie dann trotzdem findet. So. Ah, eine Kiste voller Müll, sehr schön. Genau. Kann ich mal so einen Stein reintun. Jetzt ist sie voll. Dann setz noch eine zweite dran. Ich habe ganz, ganz viel Eisen gefunden. 5. Die tue ich da jetzt noch rein. Und ziehe mir gleich mal 3 und mache mir eine neue Spitzhacke. Genau so habe ich das gerade eben auch gemacht. Mit meinen 14. Schön. Ich kann ja noch mal die Kiste erweitern. Dafür nehme ich mal ganz kurz die Sticks da raus. Warte, brauchst du nicht. Ich habe noch eine. Okay. Ich habe noch die aus dem Dungeon. Und plopp. Nice. Stimmt. Die Dungeon-Kiste. Aber es wäre extrem geil, wenn wir so eine Galoppe einfach mal so eine Pferderüstung draufsetzen könnten. Oder ein Zebritz oder... Ja, geht das nicht vielleicht sogar? Keine Ahnung. Muss man ausprobieren. Ich meine, es würde keinen Sinn machen. Oder zumindest nicht viel Effekt haben eigentlich. Ja, aber sehr cool aus. Also einfach so als getragene Item wäre es geil, ne? Keine Ahnung, erhöht Verteidigung um XYZ, das wäre eigentlich recht nice. Wäre aber eigentlich irgendwie voll cheaten. Mal so aus Pokémon-Sicht gesehen. Ist das okay, wenn ich mir noch eine zweite mache? Naja. Okay. Ich habe mir noch 2 gemacht. Antwortest du einmal jemanden auf WhatsApp, dann nimmst du kein Ende mehr, ne? Kenn ich. Wah! Ich renne auf dich zu. Oh, voll durch dich durch, Alter. Voll durch. Ich schwör voll hart durch. Ich bin nur Luft für dich. Ah, hier ist mein Gang. Ich darf zu meinem Gang zurück. Yay! Mein Gang in Minecraft. Ja. Das ist mein Gang. Meiner, nur meiner. Es gibt noch Biomes of Plenty Saphire? Okay. Wusste ich auch nicht. Ich habe hier ganz viel Kohle und Eisen. Silikonerz. Wisst ihr, was mir gestern oder was mir gerade so auffällt, wo ich hier das Silikonerz sehe? Ja. Wir haben was auch denn? Immer gestern noch immer kein Salz gefunden. Stimmt. Und das braucht man für einen Arsch voll Rezepte. Ich habe eine Vermutung, woran es liegen könnte. Okay. Und? Oder beziehungsweise ich hatte schon mal die Vermutung, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass Pixelmon das Salz vielleicht so ein bisschen ausradiert. Weil es ja ein Item ist, das man halt, ne, so... Aber dann habe ich das verworfen, weil die anderen Sachen ja auch alle da sind. Wie zum Beispiel? Wäre komisch, wenn es nur, ja, zum Beispiel Bauxit, Silikon, Erz... Fling! Ich mach's da nicht auf stumm. Ich antworte jetzt einfach nicht mehr. Das habe ich von Anfang an so gemacht. Deswegen habe ich mein Handy auch weggeworfen und dann nicht bemerkt, dass Charlie geschrieben hat. So. Ja, aber wenn eine gute Freundin schreibt, Charlie habe ich nach 2 Dingen auch nicht mehr geantwortet. Ja gut, das ist, ja... Die hat aber auch nur geschrieben, jetzt darf ich, vorhin. Also jetzt darfst du oder jetzt darf sie? Jetzt kann man ja lästern, wo sie nicht da sie. Ja, sie darf wegen dem Spiel. Also sie durfte ihren PC dann runterfahren. Die Welt wurde gespeichert. Und das soll ich jetzt Silikonerz mitnehmen? Angezeigt. Ja, ich hab's mitgenommen. Nee, ich glaube, das wird auch nur mir angezeigt. Gut, dann nehme ich das jetzt auch mit. Ich sag mir so, was wir haben wir. Genau. So, ich mache hoffe ich mal, dass ich mal auf eine schöne Höhle mal treffe. Da ist mein Licht weg. Aber es ist gar kein Problem. Ich setze da ein neues hin. Vor allem, wie die ganzen verschiedenen Steinarten nochmal extra Platz wegnehmen, ne? Diorit, Andesit. Ja, die werfe ich alle weg. Ja. Ehrlich gesagt, habe ich mal versucht, aus diesen nochmal was zu bauen, aber es sah immer scheiße aus. Ja, das habe ich am Anfang auch versucht, weil neue Steine, aber
Die sind voll nutzlos. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Die sind einfach nur nutzlos. So. Nein, Juli, sei bitte nicht so hart. Und vor allem, man kann sie nicht mehr, nicht mal als Stein zu Steinspitzhacken verarbeiten oder so. Man kann einfach gar nichts damit machen. Ja. Ich meine, wenn man kann damit schöne Häuser bauen. Nein. Nein, echt nicht. Guck dir Gronkh an, der baut damit auch eine Wall. Ja, aber verarbeitet, bearbeitet. Ja, okay, vielleicht gibt Chisel den ein paar Möglichkeiten. Aber ja. So grundsätzlich hat man schon so eine negative Einstellung dem gegenüber. Das stimmt. Aus alter Gewohnheit. Weil sie einfach nutzlos sind. Ohne Scheiße. Zusätzliche genau, Mods. Genau so, Dennis, genau ja, so. Ja, ja. Hast du gut zusammengefasst? Ich merke das schon. Hä, aber einer? Ach nee, nicht nochmal Kohle. Wir gehen eigentlich noch mehr. Haha, sag ich doch. Das ist halt die Frage, haben wir nochmal Glück und finden nochmal irgendwas Schönes? Also ich glaube, dieses Glück wurde mit den 8 Diamanten ausradiert. Das war aber auch echt so, erst die Höhle und dann liegt halt direkt vor dem Ausgang, wo wir uns reingegraben haben, wohlgemerkt, sofort irgendwie so 8 Diamanten auf dem Fußboden. Ich meine, wo hat man denn sowas? Ja, denk dran, der Fluch, ne? Mehr Glück gönnt uns dieser Server nicht. Oder dieses Spiel. Es ist schon erstaunlich, dass wir überhaupt schon so viel geschafft haben. Es ist schon erstaunlich, dass wir nicht alle schon von Cave Spiders ermordet worden sind. Ich will nicht über die Cave Spiders reden. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Pass auf, Enno, das ist, glaube ich, ein Wunderpunkt. Ein Gang. Merk ich mir. Das kann... Da ist ein Dennis! Oh, Dennis gräbt auch nur 2 nach oben. Ihr steht nicht so auf Diamanten, oder? Ich habe mein Hauptaugenmerk eigentlich momentan mehr auf wichtigeren Sachen. Also, wäre ja gut. Redstone ist wichtiger als Diamanten? Redstone nicht, aber Kohle und Metall zum Beispiel. Und ich bin ehrlich gesagt gerade mehr darauf aus, eine Höhle zu finden, was ich übrigens gerade getan habe, wo ich den Satz angefangen habe, als Erze. Weil wenn man dann endlich eine Höhle hat, dann ist es einfacher. Ja, schon. Aber... Nicht aber! Diamanten! Nein! Höhle! Diamanten! Höhle! Abyss-Lazuli, Redstone... Mir gehen die Fackeln aus. Willst du hier haben? Ja, wenn du mir welche geben möchtest, klar. Also? I'm right behind you. Achso, ich hätte jetzt hier... Wäre es stehen geblieben, hätte ich mich auch zu dir durchgebuddelt. Du. Oh. Lapis Lazuli ist das Einzige, was ich noch nicht gefunden habe. Von Lapis Lazuli habe ich schon 85. Nee, andersrum, 58. Ich habe schon genau 90. Geil. Lapis Lazuli? Mhm. Dafür habe ich schon 1,5 Stacks Redstone jetzt. Ich auch. Genau 1,5. Jetzt habe ich sogar schon ein bisschen mehr. Ja, okay, ich habe ein und... Ich habe meins schon mal in die Kiste gelegt. Nein, 1 und 37. Ich habe jetzt 1 und 59. Ich habe Gravel und Erde. Die blockieren mich gerade ein wenig. So. Irgendwie schwierig, eine gemütliche Sitzposition zu finden. Oh. Hast du keinen gemütlichen Sessel oder Stuhl? Nein, da ich momentan noch aufräumen muss und dann sowieso renovieren will, sitze ich momentan auf meinem Bett. Du musst umräumen? Ich will umräumen. Ich hab mir da ein bisschen was ausgedacht, wie ich das alles gestalten will, mit Zweitbildschirmen darüber und Playstation und so weiter und so fort. Ach so. Zu wenig Platz für die ganzen Gerätschaften, ich verstehe. Ja, vor allem will ich mir dann halt den Fernseher an die Wand hängen, über die beiden Monitore dann. Oder noch einen 20K-Monitor, ne? Nein. 20? War dann 20? Oh, 20, ja, oder 20. Oder 40? 20. Ja. Real Talk. Ja, Real Talk. Dann mache ich nur noch Real Talk.
Da. Aber ich muss sagen, so mit der Musik im Hintergrund hatte ich was. Ich bin ja eigentlich mehr so der Typ, der Spiele nur mit Originalton spielen will. Ja, aber Minecraft begrenzt sich da selber echt hart. Ich nehme so, ich habe sogar Musik von Minecraft Original mit reingenommen. Aber eben nicht ausschließlich. Ich nicht. Nur ich habe jetzt bei Spotify unter Gaming eine Playlist laufen. Ich hoffe, dass da nicht allzu viel GEMA-Material drin ist. Ich habe mir, wie gesagt, selber eine zusammengestellt. Ja, wie Charlie hat die kopiert. Also Charlie hat einfach meine Liste auf Spotify abonniert, favorisiert, geliked, alles was so geht. Abonnieren, favorisieren, Daumen hoch. Übrigens auch mit dem Video, na klar, ist doch klar, ne? Na klar. So. Wie sieht's aus? Das war keine Bitte, es war ein Befehl. Übrigens auch bei dem Video, ja, Enno? Was? Wie bitte? Du hast gesagt, übrigens auch bei dem Video, dann warst du ruhig. Ja. Ne, er hat weitergeredet. Dennis? Dennis? Ja. Ja, also, ich so das Gefühl, wir sind aber bisher vorbelastet. Ja. Ich weiß nicht, wenn Juli daraus noch einmal ein Highlight zusammenschneiden wird. Das haben ich und Charlie ja vor. Aber sie hatte Probleme mit ihrem TS. Sie konnte uns noch hören. Es wurde ihr angezeigt, dass sie normal redet, aber wir haben sie nicht mehr gehört. Und das ging für ungefähr eine Viertelstunde so. Das ist korrekt. Sogar die Zeit ist korrekt. Julie hat gesagt, sie ist in ihrer Zeit etwas ausfallend uns gegenüber geworden, weil sie gedacht hat, dass wir sie immer noch verarschen. Ja, ich habe wirklich geglaubt, weil bei mir sah es wirklich so aus, als wäre ich normal zu hören. Und da Tonaufnahme noch komplett lief und Teamspeak mich eben so ein bisschen verarscht hat, indem er mir gesagt hat, ich rede halt noch, ne? Also das Mikro leuchtet, also dieses Symbol leuchtet ja immer so hübsch blau, wenn man redet. Und das war halt die ganze Zeit der Fall, wenn ich gesprochen hatte. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass die mich hören. Vor allem, weil dann hin und wieder einfach mal so super passende Antworten oder Fragen oder sonst was kamen auf das, was ich gerade gesagt habe. Das hat mich dann zusätzlich nochmal verwirrt und dann dachte ich wirklich die ganze Zeit, die verarschen mich einfach. Ja. Das war so etwas traut Juli uns zu. Das hat mich auch schockiert. Dir nicht, aber den anderen beiden. So. Irgendwo könnte ich mich einmal wieder reinbuddeln. Da habe ich natürlich wieder keine Eisenspitzhacke mehr. Da war ich, ne? Ja. Wir hören jetzt gerade Halloween Town. Neben mir ist Lava. Achso, ich dachte gerade, du redest immer so wegen neben mir kommt gerade Charlie oder so, aber okay. Ich höre The Dashing Young Falconer. Ja, Charlie ist auch so heiß aus wie Lava. Die Sims Medieval. Interessant. Ja. Oh, habe ich auch. Hab ich schon. Ach, du hörst gerade die Gong-Playlist, ne? Ja. Aber ich habe die Sims Medieval tatsächlich gespielt. Was kommt bei mir denn jetzt? Ich nicht. Ah, Trine. Ah, Trine, okay. Zwei Main Theme. So ein Let's Play. Leider ist mir der Spielstand verloren gegangen. So konnte ich meine Pause niemals. Obwohl ich schon mal überlegt hatte, wieder einfach von vorne anzufangen. Oder meinen Spielstand vielleicht sogar nachzustellen, weil es eigentlich echt Spaß gemacht hat. Welches? Die Sims Mittelalter. Ah, das, ja. Ach, hast du das auch ein Let's Play gemacht? Ja, klar. Das war relativ am Anfang unseres Channels sogar. Ist sogar ein paar Szenen daraus sind sogar im Best of. Genau, in meinem Best of Juli. Schaut rein. 2016. Nach dem Video könnt ihr euch so ungefähr vorstellen, wie dann die vorgestrige Aufnahme lief, als ich dachte, die verarschen mich. Also, wegen der Flugpassage. Welche Flugpassage? Weil es eine ganze Passage gibt von dir, wo du nur rumfluchst. Ach, die nur geflucht habe ich nicht. Ich war relativ verwirrt und dann war ich verzweifelt. Und dann am Ende wurde ich wütend. Nee, ich meine hier bei. Achso, ja, beim ja. Best ja, of. Da gibt es eine Flugpassage. Das Best of besteht fast nur aus Fluchen.